Ich bin danach meistens besser gelaunt, ich habe einen höheren Energielevel und dieser Austausch einfach von Mensch zu Mensch, der bereichert mein Leben unheimlich. Die Transformationsmassage ist eine logische Weiterentwicklung von all den Dingen, die ich einfach in meiner Praxis angewendet habe. Das heißt, ich habe ja, vor 14 Jahren angefangen zu massieren, habe dann auch 6 Jahre lang für ein Institut Energiemassagen ausgebildet. Arbeite sehr, sehr viel auf Herzebene in meiner Praxis. Das heißt, auch die Arbeit mit dem Herzen, übers Herz ist mir immer wichtiger. Und klar, seit ein paar Jahren auch die Zwei-Punkt-Methode. Und das war eigentlich nur eine logische Entwicklung, dass das irgendwann zusammengefasst wird und einfach eine neue Art der Massage ergeben hat, die Transformationsmassage. Die Massage besteht aus verschiedenen Elementen. Das eine ist natürlich ganz klar die Entspannung, die Menschen in einen ganz tiefen Entspannungszustand zu führen. Ein zweites Element ist eben dieser Zweipunkt, diese Zweipunkt-Methode, die nachhaltig auch Veränderung bringt. Berührung spielt eine ganz große Rolle, also Menschen zu berühren auf allen Ebenen und auch diese Herzebene, also sich auf Herzebene zu begegnen und auch einen Zustand der Herzkohärenz, dieser Herzordnung herzustellen, weil da eben nachhaltig Veränderung viel leichter möglich ist. Eben was sehr Neues, dass hinter jedem Griff einfach eine Intention hinterlegt ist, die dann eine nachhaltige Veränderung bringt. Es ist unter anderem auch eine Begegnung auf Herzebene von Anwender und Nehmer, also das heißt der Mensch, der massiert und der Mensch, der massiert wird, treffen sich auf einer Herzebene. Ich sage immer, das ist eine Begegnung von Herz zu Herz, die auf der Weisheit des Körpers beruht. Es ist eine Wohlfühltechnik, die ich entwickelt habe, aber viel wichtiger ist für mich natürlich, es ist eine Technik zur Veränderung der inneren Einstellungen und Gefühle. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber es ist relativ leicht erklärt. Um was geht es eigentlich? Wir haben wie ein Körpergedächtnis, ein Leibgedächtnis. Der Körper speichert alles ab, was wir erleben. Wir speichern es natürlich auch in unserem Gehirn ab. Und ganz oft ist es eben so, dass wir durch alte Muster, alte Glaubenssätze, alte Prägungen ständig durch unser Leben gelenkt werden, ohne dass wir es noch wahrnehmen. Mein Ziel für mich aber ist es, dass ich in jeder Sekunde neu entscheiden kann, welchen Weg will ich jetzt gehen, welches ist der richtige Weg für mich und nicht von alten Mustern und Glaubenssätzen geleitet werde. Und da soll eben die Massage helfen und zwar auf allen Themen. Also bisher war es ja so, man kam zur Massage, weil man sich entweder entspannen möchte oder weil man irgendwelche Schmerzen hat. Und die Massage geht ein Stück weiter. Das heißt, die darf unterstützen bei allen Lebensthemen. Also auch wenn ich Streit mit meinem Nachbarn habe. Weil was macht das mit mir? Das macht eine Spannung im Körper. Im Prinzip geht es immer um Stress. Ja, das ist ja so ein Modewort, wurde auch zu dem Wort des 20. Jahrhunderts benannt. Und Stress kommt, hat einen lateinischen Wortstamm, kommt von stringere und das heißt einfach anspannen. Und genau das passiert ständig. Wenn wir Stress haben, spannen wir an, verspannen wir uns. In der Physik wird Stress sogar übersetzt als Druck, der Materie verformt. Und unser Körper ist in dem Fall Materie und er wird dann verformt. Das heißt, wir fallen so aus unserer Ordnung raus. Und Stress hat ja ganz vielfältige Gesichter. Also es gibt emotionalen Stress, ja, also Gefühlsstress. Es gibt physischen Stress, es gibt psychischen Stress. Also eben klar, wenn ich überarbeitet bin, extreme Kälte, Hitze, aber auch negative Gedankenmuster können mir Stress machen. Und das alles hat die gleiche Wirkung, wir spannen uns im Körper an. Das heißt, einmal speichert unser emotionales Gehirn diese Dinge ab, aber auch unser Körper speichert es ab. Und die Massage versucht jetzt eben, auf beiden Ebenen Veränderungen zu bewirken. Also es geht zum einen darum, natürlich kurzfristig Entspannung zu erreichen, wenn jemand kommt und sagt, ich bin total überarbeitet, ich muss mich jetzt entspannen. Aber die darf weitergehen. Sie darf eben auch Unterstützung bringen, in dem Bereich, warum macht es mir so Stress? Warum bin ich überarbeitet? Und auch die Dinge mit aufzulösen. Stress ist ja etwas, was in uns passiert. Wir sagen ja oft, ja, der Stress kommt von außen. Das ist ja nur bedingt richtig. Es kommt ja immer darauf an, wie reagiere ich auf Situationen im Außen. Und wenn dann jetzt jemand kommt zur Massage, der sagt, ja, ich habe so Schmerzen im Schulterbereich, im Armbereich, weil ich kassiere den ganzen Tag irgendwo im Supermarkt und das kommt daher, dann ist das natürlich teilweise richtig. Aber wenn es nur daher käme, müsste ja jeder Kassierer und jede Kassiererin dieselben Schmerzen haben.
Ist aber nicht so. Das heißt, es gibt einen auslösenden Grund bei der Frau, warum sie diese Schmerzen hat. Und darum geht es, zu gucken, was macht mir den Stress auf die Situation im Außen? Und da auch zu gucken, wie kann man das verändern? Und die gute Nachricht ist, wir sind nie gestresst und entspannt gleichzeitig. Wir entscheiden uns immer, bin ich gestresst oder bin ich entspannt? Bei der Massage entscheiden sich die allermeisten Menschen für Entspannung. Hat natürlich schon mal was mit dem Umfeld zu tun. Gemütlich, warm, schöne Musik, Berührung. Und in diesem Entspannungszustand haben wir natürlich einen ganz anderen Zugang zu unseren Emotionen. Man unterscheidet verschiedene Entspannungszustände, also man hat es so in Kategorien eingeteilt, in Beta-Zustand, beziehungsweise mittlerweile sogar den Super-Beta-Zustand, in Alpha-Zustand, Theta- und Delta-Zustand. Im Prinzip werden da die Hirnströme, die Hirnwellen gemessen und der Beta-Zustand, der zeigt sich oft so sehr unkontrolliert, chaotisch im Zickzack. Im Alpha-Zustand wird es schon ruhiger, bis hin zu ganz ruhigen, flachen Wellen. Unser Ziel ist es natürlich bei einer Massage, die Menschen mindestens in den Alpha-Zustand zu führen, beziehungsweise so einen Zwischenzustand zwischen Alpha- und Theta-Zustand, weil wir da eben einen sehr guten Zugang auch zu unseren Emotionen haben und weil wir entspannen, das heißt, wir lassen Anspannung los. Anspannung bindet unheimlich viel Energie. Also um diese Spannung ständig zu halten, binden wir da ganz viel Energie, die uns fehlt, vielleicht für kreative Lösungen, andere Sichtweisen oder auch andere schöne Dinge. Das heißt, in dem Moment, wo ich loslasse, entspanne, steht mir die Energie zur Verfügung, um andere Dinge damit zu tun. Berührung ist ein Grundbedürfnis und wichtig ist, dass es keine Berührung ohne Information gibt. Also Berührung ist immer ein Mittel zur Kommunikation. Ich kann nicht berühren, ohne nicht gleichzeitig irgendeine Form von Botschaft zu übermitteln. Also entweder, hey, du bist hier willkommen, du bist geliebt, ich sorge für dich, oder aber auch, lass mich in Ruhe, geh weg, ich will mit dir nichts zu tun haben. Beziehungsweise auch fehlende Berührung speichert ganz viel Information in uns. Das macht nämlich so ein Gefühl von, ich bin hier gar nicht willkommen, ich gehöre nicht dazu. Und ganz viele dieser Glaubenssätze werden durch Berührung beziehungsweise durch fehlende Berührung geprägt. Und das sind so Grundeinstellungen im Leben, eben diese, man nennt es oft Urvertrauen. Ja? Und Urvertrauen hat ganz viel auch mit Berührung zu tun. Das heißt, manchmal ist der Informationsgehalt der Berührung wichtiger als die Art der Berührung selber. Und das machen wir in der Massage einfach zunutze. Ja? Wir stecken ja in jeden Griff einfach schon eine Information. Die sind ja fest miteinander gekoppelt, diese Information mit diesem Griff. Das heißt, in jeder Berührung steckt eine ganz klare Information, eine ganz klar gerichtete Information. Dann geht der Anwender, der Masseur, in einen Zustand des Herzgefühls, der Achtsamkeit, der Fürsorge. Und auch das wird natürlich mit übermittelt. Ja, jetzt wird gut für dich gesorgt. Jetzt wirst du einfach ein bisschen bemuttert. Ja, das kommt ja nicht umsonst daher. Und das Schöne ist auch, dass Studien gezeigt haben, dass sogar ein Mangel an Berührung in der Kindheit durchaus wieder aufgehoben werden kann, durch Berührung im Erwachsenenalter. Berührung mit der notwendigen Information. Es gibt eine Schwedin, die hat herausgefunden, dass eine nicht aggressive Berührung bereits dieses Hormon Oxytocin ausschüttet. Das ist dieses Bindungshormon. Also es muss noch nicht mal liebevoll sein, es reicht schon nicht aggressiv. Ja? Und dann schütten wir dieses Hormon aus und dieses Hormon macht einfach, wir gehören dazu. Ja, es wird auch zum Beispiel bei der Geburt ganz massiv ausgeschüttet, dass die Mutter sich einfach an das Kind bindet und andersrum. Und alleine durch Berührung schaffen wir dieses Bindungshormon. Das macht auch ein Gefühl von Wohlbefinden, von Glück. Also Berührung an sich ist einfach sehr wichtig für uns Menschen. Und ein wichtiger Aspekt von Berührung ist natürlich auch, dass sich unser Gehirn dadurch entwickeln kann. Ja, durch Begreifen. Indem wir die Welt begreifen, können sich die Synapsen im Gehirn bilden und diese neuronale Verbindungen überhaupt entstehen. Was meine Arbeit nachhaltig verändert hat, war die Zwei-Punkt-Methode. Die ist mittlerweile in Deutschland ja sehr verbreitet, hat ganz unterschiedliche Namen. Aber das ist wirklich was mich und meine Arbeit sehr nachhaltig geprägt hat. Ich selber habe da innerhalb kürzester Zeit sehr starke Veränderungen gefühlt, habe Problemlösungen bekommen, an die ich vorher nicht gedacht habe. Und aufgrund dieser eigenen emotionalen Erfahrungen oder einfach dieser schönen Veränderungen war ich relativ schnell Fan dieser Methode. Die Zwei-Punkt-Methode ist für mich
ein Türöffner in diese Welt der Varianten, in diese Welt der Informationen, in diese Welt der Möglichkeiten. Und ich habe ich arbeite sehr gerne viel mit Kindern und ich habe angefangen, den Kindern das sehr einfach zu erklären. Mittlerweile erkläre ich es auch den Erwachsenen so. Ich sage immer, wart ihr schon mal in einem Theater, wo ein Theaterstück gespielt hat? Zum Beispiel Rotkäppchen und der Wolf. Ja? Dann kann man sich vorstellen, klassischer Ausgang, der Wolf frisst erst die Großmutter, dann frisst das Rotkäppchen, dann kommt der Jäger und so kennen wir alle. Aber es gibt nicht nur diese Bühne in dem Theater, es gibt noch eine Bühne. Und dann dürfen die Kinder immer überlegen, wie könnte das Theaterstück noch gehen. Dann frisst vielleicht die Großmutter alle. Ja? Und auf der nächsten Bühne, die es noch gibt, frisst Rotkäppchen alle. Und wenn Jungs dabei sind, kommen irgendwelche Aliens vom Himmel, die noch alle fressen. Also es wird dann immer sehr lustig und sehr kunterbunt. Und wir kommen auf ganz viele Lebensvarianten, ganz viele Lebensmöglichkeiten. Und irgendwann kommen wir dann auch drauf, naja, aber es gäbe doch vielleicht auch die Variante, wo gar keiner gefressen wird. Wo wir alle harmonisch in Frieden miteinander leben. Und so ist es in meinem Leben auch. Ja? Es gibt verschiedene Bühnen. Und ich entscheide, bin ich auf der Bühne, wo ich fresse? Oder bin ich auf der Bühne, wo ich gefressen werde? Oder entscheide ich mich für die Bühne, wo gar nichts passiert, sondern wo ich harmonisch und in Frieden leben darf? Es gibt die Bühne, wo ich vielleicht Rückenschmerzen habe. Es gibt die Bühne, wo ich ein bisschen Rückenschmerzen habe. Und es gibt die, wo ich gar keine mehr habe. Und die Zwei-Punkt-Methode ist für mich ein Türöffner in dieses Theater, wo all diese Bühnen offen sind für mich und ich kann entscheiden, springe ich gleich auf die Bühne, wo mir gar nichts mehr fehlt, mache ich vielleicht auch einen Zwischenstopp, aber es ist meine Entscheidung. Der erste Punkt wird verknüpft mit dem Menschen, der Veränderung möchte, und dem Thema, also entweder ich selber oder auch jemand anders, den ich coache. Das heißt, ich verknüpfe den ersten Punkt mit Mensch und Thema. Der zweite Punkt ist das Potenzial der optimalen Lösung, das Potenzial der Veränderung. Was wäre die optimale Lösung? Und dann verbinde ich beide Punkte miteinander. Was passiert dann? In der Physik passiert eine Messung, nennt man das auch, oder eben ja, eine Spannung baut sich auf zwischen diesen zwei Punkten. Es entsteht Energie und dadurch wird die jetzige Realität ein bisschen instabiler, ja, wenn wir Energie reingeben. Und dann gebe ich ganz gezielt Intentionen der Veränderung ins Feld. Also ich kann zum Beispiel sagen, alte Glaubenssätze auflösen. Ich kann einfach loslassen, löschen. Ich kann schauen, gab es Ereignisse, zu denen noch irgendwelche negativen Gefühle gespeichert sind. Es gibt ja unendlich viele Intentionen. Und ich gebe quasi einen klaren Marschbefehl, was soll sich denn verändern? Und in dem Moment, wo ich loslasse, kollabiert die Welle. Ich sage immer, in dem Moment kann ich auf eine neue Lebensvariante wechseln, zumindest ein Teil von mir. Intentionen sind für mich die Marschbefehle, was darf sich verändern. Im Prinzip Information. Ja? Also wenn ich jetzt sage, okay, es gab mal ein Ereignis, da habe ich noch negative Gefühle gespeichert, dann könnte eine Intention sein, diese Emotionen transformieren. Es geht also darum, was soll sich verändern? Intentionen geben mir ganz klar einen Marschbefehl, in welche Richtung Veränderung stattfinden darf. Ich wende diesen Griff an und alles, was in dieser Intention Erde drinsteckt, kommt zur Wirkung. Also eben ausgleichend auf Körperebene, bringt den Menschen, die zu viel Erde haben, die oft so sehr verwurzelt sind, ein bisschen den Antrieb, in eine Veränderung zu gehen. Oder die Menschen, die zu wenig Erde haben, immer so durch die Welt fliegen, bringt es ein bisschen mehr Erde. Und das passiert alles von ganz alleine. Ja, oder Element Wasser. Ich mache den Griff des Elements Wasser. Und alles, was in dieser Intention Wasser steckt, kommt auch wieder zur Wirkung. Das heißt, es gleicht aus auf emotionaler Ebene. Sprich, die Menschen, die gar nicht mehr an ihre Gefühle kommen, werden besser an ihre Gefühle geführt, kriegen einen besseren Zugang. Aber auch die Menschen, die nur noch im Mitleiden sind vor lauter Fühlen und gar nicht mehr unterscheiden können, ist es jetzt mein Gefühl, ist es das Gefühl von anderen, da wird es vielleicht ein bisschen runtergenommen, ein bisschen runtergeschraubt. Und das ist eben das Besondere an der Massage, dass jeder Griff seine ganz eigene Intention hat, die miteinander verkoppelt sind und zur Wirkung kommen, sobald ich anfange zu massieren. Das heißt, ich habe ja auch während einer Massage immer zwei Hände auf dem Körper. Das heißt, ich habe immer einen Zweipunkt. Und im Prinzip reicht das Bewusstsein,
diese Transformationsmassage zu geben, allein durch dieses Bewusstsein, passiert ein Zweipunkt ständig. Also ich habe beide Hände am Körper, massiere und die Intentionen fließen dann von ganz alleine rein, indem ich den Griff ausführe. Das heißt, ich massiere, ich entspanne, ich berühre und matrixe alles gleichzeitig. Und das wiederum hat zur Wirkung, dass Veränderung auf Körperebene passieren kann, aber auch auf allen anderen Ebenen. Und ich sage immer so gerne, sich berühren lassen auf allen Ebenen ist der erste Schritt zur Selbstheilung.